Hier kann ich auch nichts machen. Da wissen wir, wo der Sound die ganze Zeit herkam. Was ist das für eine Maske? Ist ja gruselig. Ja, die Musik. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Ah! Shit! Wow. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Ja, ein Tiger. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby, viel Fraß. Baby? Keine Sorge. Du wirst bald ein großer Junge. War bestimmt ein Elefant. Mich ärgert es gerade übelst, dass ich deswegen erschrocken bin. Ich bin ja die größte Pussy von den allen. Home, sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Klar. Ja, ach Mann. Sorry, es war ein langer Tag. Ich habe einfach überreagiert. Hey, Mann. Kein Ding. Alles cool? Ja, ja, total. Alles cool. Alles cool. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte, hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ, nennt Miss Homecoming eine Kuh. Nein, Schnauze, Matt! Halt dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike,
Sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So eine Kinderkacke. Naja. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, ich... Glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Oh, ich würde die Alte so im Wind schießen, ey. Matt, wo ist meine Tasche? Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Mach mal. Diese Em, die ist ja ganz cool drauf so, aber ey, die Emily. Oh, im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Ne, sie ist gutgläubig. Synonym auch für naiv, ne? Cool, ich kann die Taschenlampe wieder bewegen. Das sind schon so ein paar Spots, da sieht das echt geil aus, ne? Kann sich echt sehen lassen. So, wir sollen den Generator anmachen, ne? Hast du richtig verstanden, ne? Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Kann ich dir ins Gesicht leuchten? Einfach so aus Spaß. Ich finde es nur witzig, wie sie sich schon wieder alle voneinander trennen. Ne? Das ist, Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Ja, wir sollen jetzt den Generator anmachen, damit wir Strom haben. Ich finde das witzig, Alter. Mike, Generator! Ja, ja. Okay, klar. Okay, Generator, Leute. Da hinten ist irgendeine kleine Hütte. Mike, wäre es nicht toll, den Genie anzuschmeißen, damit es weitergeht? Den Genie? Was ist ein Genie? Hier ist irgendwas.
Ah, ein Totem. Mike, vielleicht generierst du mal mehr Alpha und setzt endlich den blöden Generator in Gang. Okay, ich schreie ihn jetzt an, genauso wie du mich. Mal sehen, ob's klappt. Okay. Okay, mal sehen. Yeah, ich mag rote Knöpfe. Boom, sehr gut, Mikey. Jetzt werde Licht. Du bist echt genial. Ja, warum erschrecke ich denn da? Leute, da ist ein Typ hinter euch. Also, das ist tot immer. Kann man nochmal zurückgehen? Irgendwie. Warum bin ich bloß so schreckhaft? Ey, was soll das nur werden, wenn dann Outlast 2 rauskommt, Leute? Ey, das ist ja bislang noch Pipi-Kram hier. Es geht. Sorry, ich kann das nicht lassen. Ich finde das witzig. So. Tada! Sesam, öffne. Geil, das ist auch so, wenn er so übelst behäbig so. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Keine Ahnung warum, aber es macht voll Spaß, mit der Taschenlampe hier oben zu leuchten. Ja, weil es gut aussieht. Und weil es so ein bisschen behindert aussieht, wie der Typ das, also. Aber ich find's gut. Absperrband. Lass mich das mal genauer beleuchten. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt krieg ich Gänsehaut. Alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja, wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Jetzt hat es bei mir erst Klick gemacht, so. Ich frage mich nur, ob es bei ihr Klick gemacht hat. Ich meine, die zwei rennen. Nee, egal. Das ist so offensichtlich, das muss ich jetzt nicht nochmal erläutern. Wir machen aber genau das gleiche gerade. Meine Güte. Hast du das gehört? Nö. Da war irgendwas. Ja. Nur ganz dezent. Bestimmt ein Eichhörnchen oder so gewesen. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Oh, heiße Schokolade. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. What? Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja! Hey! Alles gut! Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt! Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran! Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht!
Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Ja, da war der Typ. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Ich glaube, wäre ich jetzt vorsichtig gewesen, hätte er mich erwischt, oder? Das heißt, ich habe ja mal zumindest vielleicht eine gute Entscheidung getroffen. Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben. Hilf mir schieben. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Wir sind ja wieder so witzig. Übelzalter Minenschacht, ey. Eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Ja, erstmal müssen wir die Hütte erreichen. Scheint irgendwie nicht aktiv zu sein oder so, das Totem. Na doch. Fuck. Glückstotem. Guck mal eben. Eine Prophezeiung des Glücks. Okay. Das sah jetzt aber nicht sehr glücklich aus, die Prophezeiung. Keine Ahnung. Etwas später sind die Bergleute. Bis ein Einsturz sie einsturzten. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Ah. Also anscheinend, wenn man hier desto mehr mal findet, desto mehr wird dann auch hier von der Vergangenheit freigeschaltet. Das ist ja cool gemacht. Das ist cool. So, ich wollte das hier eigentlich nochmal abspielen. Nicht weiter, ne? Hier geht's lang. Gut aus, jetzt sollten wir hier wieder rauskommen. Alles klar? Ja, war knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Bin ich deiner Meinung? Leuchtet wieder was? Kommen wir denn hier? Dann ist die ganze Bruchbude. Ja. Gefahr, 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 Gefahr.
Das hat man, glaube ich, schon davor festgestellt, oder? Draußen, Leute. So gut, da würde ich an dieser Stelle aber erstmal Schluss machen. Also bislang muss ich sagen, es macht Spaß. Also es ist sehr interessant. Es ist halt so ein bisschen gemacht wie die Telltale Games. Nur so ein bisschen anderes Gewand und natürlich auch andere Story und so, aber bislang macht es echt Gaudi. Ist ganz cool. Bin gespannt auf, was ihr dann dazu schreibt und so. Ich werde das auf jeden Fall jetzt weitermachen. Ich werde das Ding durchzocken auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge dann wiedersehen. Denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback. Und bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut, Leute. Tschüssi.